Damit willkommen zur zweiten Folge Direwolf 2117. Ich habe alles schon vorbereitet, habe auch schon viele Ressourcen gesammelt, also viel, ein paar. So, jetzt nehmen wir uns erst einmal das. Du machst mal die Schmelze bauen. So, dann nehmen wir gleich noch das raus, das raus. Eigentlich alles, was wir brauchen. Und dann machen wir uns eine Alumite gleich als erstes eine Alumite-Spitzhacke. Und gehen damit dann in den Nether. So, so, so. Ne, das eine können wir wieder rückbauen. Habe auch schon ein paar Diamanten geformt gehabt. Sonst hätten wir uns ja kein Obsidian rausholen können. So, Tank. Oh, Lava-Eimer habe ich auch. Gut. Gut. So, jetzt tun wir hier der Smeltery Control. Zack, zack, zack. Nacken. So können wir es nämlich gleich auf der Stufe auf dreimal hoch machen. Haben wir auch gleich ein bisschen mehr Platz. So, jetzt machen wir erstmal kurz. So. Und tun die Smeltery Train. Ja, das war falsch. Gefangen, abbauen. Machen wir es halt so. Immer so und so. So, jetzt haben wir es. Jetzt können wir. Zack. So, jetzt haben wir sie schon mal auf 3er hoch. Jetzt können wir die erstmal wieder abbauen. So. Immer rundherum kommen wir jetzt gerade nicht. Werden wir später machen. So, jetzt brauchen wir die Ausgüsse. Guss. So. Einmal so. Einmal so. So. Jetzt machen wir hier links einen Tisch und rechts das Gussbecken. Also jetzt muss ich mal ein paar Steine erstmal holen. Oder ein Holz. Dass wir uns erstmal hier eine kleine Plattform machen. Dass wir uns dann gleich hier die Gussform reinmachen können. So, jetzt brauchen wir den Lava-Eimer. Zack. Jetzt brauchen wir Gold. Jetzt tun wir 6 durchschmelzen. Zack. So, sind die drinnen. Da können wir jetzt erstmal in Ruhe noch unseren alles für die Spitzhacke bereit machen. Zumindest erstmal ausstanzen. Ja, nehmen wir auch, aber das werden wir dann vielleicht sogar gleich aus Papier machen. So. Das Tool Binding. Und dann noch. Falsch. So. Und dann können wir nämlich. Halt, machen wir es so. Verschwenden wir nichts und tun uns daraus ein Toolrad noch machen. So. Das nehmen wir gleich für die Spitzhacke. Spitzi, Spitzi, hier. Paper. Und dann können wir uns schon mal die drei Sachen dann als Form gießen. Muss man jetzt bloß mal kurz warten, bis das Gold durch ist. Und es ist durch. Gut. So, gießen wir mal. Zwei Gold wurden, glaube ich, eine Form. Oder? Nee. Na doch, wir haben bloß noch Zähne. Zack, da. Jetzt machen wir das. Ich habe auch gleich zwei Pattern Chests, also Chest. Wir haben die Pattern Chests gemacht. Da können wir nämlich. So. Jetzt. Na, was ist da? Zack. Da können wir nämlich immer gleich die hier wieder rein tun, die wir nicht brauchen. So, und jetzt machen wir uns erst einmal Alumite. Da muss ich auch mal kurz gucken, aus was das genau besteht. So. Ja. Alumite, Alumite, da war's. 5 Aluminium, 2 Eisen und 2 Obsidian. So, 2 Obsidian, 5 Aluminium und 2 Eisen. Nochmal kurz nachgucken. Ach, kann man nicht draufklicken, verdammt. Ja. So, da tun wir das. Nä. Rein. Ja, ungewohnt. Das, das und das. Jetzt müssen wir warten, bis das durchgeschmolzen ist. Und dann läuft das. So, das wären noch 6 Ingots. Ne, da machen wir jetzt nichts weiter daraus. Und müssen dann eh. Erst einmal. Hä? Nehmen wir uns auch mal ein bisschen klein, machen uns einen Barren und dann tun wir uns mal. Dass wir noch eine andere Form machen. So. So, Papier wächst auch gut voran. Habe ich auch gleich noch gesammelt ein bisschen und angepflanzt.
dass wir uns dann bessere Waffen auf jeden Fall und bessere Werkzeuge machen können, dass das gut vorangeht. So, wir brauchen einen so einen Brick, einen guten Brick, dass wir uns dann auch gleich mal noch etwas ein paar Ingots, ein paar Barren machen können, dass das besser geht. Erste Mal, und dann werden wir ja eh erste Mal. Machen wir es so. So, Gold ist 6 Alumite. So, jetzt machen wir uns aber erstmal noch hier eine Form von denen. Zack, zack. Und das ist hier. Ja, das ist manchmal noch ein bisschen leicht verbuggt, aber nur ein bisschen so. Jetzt können wir uns Alumite. Einen Alumite-Kopf machen. Und ein Alumite-Toolrod. Zack. Und flupp. Flupp. Ja, da können wir uns gleich mal 2 machen, weil ansonsten haben wir 0,5 davon über. So, die sind hier. Wunderbar. Und dann können wir die weitermachen. So, da tun wir erstmal das hier wieder hier rein. Zack, zack. Und tun wir gleich mal noch ein bisschen Eisen durchbraten. Für unseren Stil. Flint and Steel, dass wir Nähter können. Habe ich auch schon errichtet. So, und jetzt machen wir uns aber erst einmal eine Spitzhacke, die wir Homo nennen. Na, leckt's? Ah, müssen wir so anklicken. Die Homo-Spitzhacke. So. Aufbauen braucht tun wir die nicht, obwohl wir da mal eigentlich gleich das Steinteil nehmen können. Aber ist so in Ordnung. Gucken, Eisen gleich durch, einmal was essen. So, und dann geht's ab in Nether. Da gehen wir aber als Fledermaus hin. Da können wir nämlich auch alles, was oben an der Decke ist, abbauen. Und brauchen uns nicht hochbauen oder das auf dem Boden suchen. So. Zack. Ein Eisen bitte. Dankeschön. So, und jetzt habe ich das Flint hier reingetan oder hier. Ja, hier haben wir eins drinne. Läuft. Flint and Steel. Da tun wir gleich mal das mit hier rein. Das, was wir jetzt nicht gebrauchen können. Einen Eimer können wir ja mitnehmen. Ja, das sehen wir auch. Lass mal hier. Dahin. So, und da gehen wir jetzt gleich mal in den Nether und suchen uns noch Alumite und Kobalt. Viel Alumite. Nee, Ardite, nicht Alumite. Ah, Ardite. Ardite und Kobalt. Ja, noch tiefer. Yay. Wunderbar. Kurz abladen lassen hier. Und dann gehen wir gleich mal in die Fledermausform. Und das suchen wir. Und machen uns vorher hier einen Waypoint. Nicht, dass wir uns verfliegen. So, such, such. War das Fleisch? Ja, das ist Fleisch. Gast. Netherquarz könnten wir auch ein bisschen was mitnehmen. Aber jetzt suchen wir erst einmal Ardite und Kobalt. Und da haben wir schon Kobalt. Aha. Das erste Kobalt, jawohl. Und wunderbar, so. Das ist ein Bäumlein. Spinne, nein. Und weitersuchen. Such, 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 such. Glowstone. Leck. Und Kobalt. Wunderbar. Das zweite Kobalt. Und noch eins. Na gut, da müssen wir hochfliegen. Ein Wisp. Müssen wir auch mal töten. Da haben wir nämlich mehr Herzen, aber das machen wir jetzt nicht in der Form. Das machen wir irgendwann mal in der Höhle. Und noch ein Kobalt. Wow. Wow, wow, wow. Schnell weg hier. Ihr könnt mich mal so mal halt woanders nach Kobalt und Ardit.
Hab keinen Bock auf One-Hit. So, weiter suchen. Wände. Decken. Quarz. Knochen. Ha. Also an Knochen wird es uns nicht mangeln, zumindest an Bone Meal. Was war das? Ascheblock. Schwebt ein bisschen in der Luft. Hi. Ha, ha. Da haben wir Ardite. Endlich haben wir Ardeit. Nom nom. Nom 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 nom. Zack. Mehr, wir brauchen mehr davon. Viel, viel mehr. Um uns so eine Spitzhacke davon zu machen. Ein Schwert. Und da haben wir Kobalt. Oh. So. Ah, gleich zwei. Ah, geht auch gut voran. Brauchen bloß mehr Ardite noch. Und Kobalt auch noch mehr. Und bei den Spätern werde ich bestimmt einen Cleaver machen. Da können wir uns nämlich dann, wenn wir hier eine Netherfestung haben, uns dann die Nether-Skelette ranholen. Was haben wir hier? Netherrack. Gut. Brauchen wir nicht. Noch nicht. Vielleicht irgendwann mal später. Keine Ahnung. Werden sehen. So. Hoch. Ach. Kobalt. Yay. Na gut, Ardite, du wärst ja eh bloß für ein Toolbox nehmen, also brauchen wir von Ardite nicht so viel, aber Kobalt brauchen wir en masse. Ja, zack, 7. 7 Kobalt, was ist denn das? Wasser, rotes Wasser. Gefällt mir jetzt schon nicht und da haben wir Ardite. Aha. Läuft. Na komm. Wunderbar. Weitersuchen. Na komm. Habt euch nicht so mädchenhaft hier. Ah, Ardite. Dum dum. So. Okay, der Baum ist falsch rumgewachsen. Aje, oje. Bloodwood. Gut, da können wir wissen schon mal, wo es Bloodwood gibt. Können wir uns dann später mal auch mitnehmen, ein Sapling. Und dann einsetzen. Aber jetzt heißt erstmal noch weiter. Ardite und Kobalt suchen. Ja. Ach, ich hab schon eine Hüte, aber ich will euch jetzt nicht töten. Hab noch keine One-Hit-Waffe. Dort lief es zwar das langsamste Schwert, aber macht. Hat einen sehr hohen Schaden. Eine Fledermaus im Nether. Boah. Was? Schon 500 Blöcke schon wieder weg. Ja. Oh. Ardite. Ja, ruhig. So. 7 Kobalt, 4 Ardite. So, was bräuchte man denn noch? Wie viel bräuchte man ungefähr? Hm, eigentlich eine ganz schöne Menge. Also noch ein bisschen suchen. Glowstone, nehmen wir uns gleich mal ein bisschen Glowstone mit. Ja. Gut, ja, die ist noch ein bisschen langsam, die Spitzhacke. So, da haben wir gleich mal noch ein bisschen Glowstone. Runter. So, da gucken wir mal kurz. Wie das. Also das war Netherrack. Oder brauchen wir das für die Schaufel? Ach, da kriegt man die Fleischspatzen. Mal gucken, wie wir die benutzen. Ah, ah. Fleisch. Wie zum brauchen wir das? Ah, da kriegt man Raw Meat Ingot. Ah, ja, gut. Können wir uns dann alles später machen. So, aber jetzt werden wir uns erstmal noch weiter suchen. Suchen. Kobalt. Ardite. Ein Gast. What's that? Achso, das ist so ein komischer Busch.
Ein komischer Busch. So, wir brauchen weiterhin Kobalt und Ardeit. Suchen. Hier oben gucken. Lecken. Ein bisschen rumlecken. Nix. Auch nix. Oh. Na kommt. Ja, Gast, wir haben dich gehört. Nein, auch nix. Ja, Spinne, haha. Gut, da haben wir auch gleich mal ein paar eine Gasträne. Wow, das war jetzt ein Schreck. Zwei Gasträne. Jetzt brauchen wir bloß noch ein paar Enderperlen, da haben wir bessere Safari-Netze. Ja, suchen, aber dafür brauchen wir halt den Cleaver, das ist am besten. Da kriegen wir vielleicht ein paar Enderköpfe. Wenn die welche droppen, oh du Heiland. Da dann schön Partyhut. Nee, du bleibst doch schön dort. Ich flieg mal weiter. Dann müsste man nämlich eine Wisp sein. Und da haben wir Kobalt. Und schneller bauen. Schnell, 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 schnell. Und abhauen. So, dann haben wir eigentlich 8 Kobalt und 4 Ardite. Müssen wir mal gucken, wie weit wir da kommen. Eigentlich nicht weit. Das heißt, ich werde jetzt bestimmt gleich noch ein bisschen weiter suchen und dann werde ich mit euch in der nächsten Folge verbesserte Werkzeuge machen. Werde schon mal ein bisschen Zeug einschmelzen. Ah, Kobalt. Wah, Fledermaus. Flieg ruhig. So. Naja gut, dann mach ich mal hier einen kleinen Cut. Danke fürs Zuschauen und dann sieht man sich in der neuen Folge. In der weiteren. Wieder. Tschüssi!